So, ein wunderschön herzlich willkommen zurück. Seit langer, langer Zeit. Clicker Hero. Komplett neu from scratch. Was das heißt, ist folgendes. Ich habe eine Möglichkeit gefunden, Clicker Hero in der aktuellen Version zu spielen. Yay! Also jetzt nicht ne, irgendwelche Asbach uralte Version, so wie wir bisher gespielt haben, sondern wirklich eine komplett clean, saubere, fast top aktuelle, aber immerhin aktuelle Version. Also top aktuell ist ja 1E11 und ich habe eine Version gefunden, also eine Methode gefunden, wie wir 1E10 spielen können. Und zwar gibt es für Chrome, damit auch für Chromium, ein Add-on, was man sich installieren kann. Das heißt, wir gucken mal ganz kurz. Wir machen es mal so hier. Also ich kann noch einmal einfach so bei play.google.com/apps kennt ihr wahrscheinlich schon. Da kann man sich halt Apps für einen Browser runterladen. Und oh mein Gott, er greift auch automatisch auf meine Handy-Apps zu. Ach Quatsch, ist ja Google Play. Ich schon wieder. Gott, wie ist die Seite für die Browser? Es gibt es doch. Gott. Warte mal ganz kurz. Wir machen mal Einstellungen. Wobei, das habe ich. Die App habe ich gar nicht installiert bei mir. Die wird mir scheinbar gerade nur empfohlen. Ja, Quatsch. Nee. Weg. Nee. Quatsch. Vielleicht spielen wir Quatsch auch mal hier als Dingsermonster. Das ist ein, ja, keine Ahnung wieder, was das läuft. Clicker-Game, Idle-Game, vor allen Dingen aber ein Dating-Sim-Game der eher witzigen Art, also mit ganz viel Humor. Ist ultra geil gemacht, ultra süß, ultra schön. Ja. Also nicht so ein klassisches hier Meet My Girlfriend oder so ein Scheiß, sondern wirklich richtig schön als Clicker-Game und so. Ist schön. Aber gut, darum wird es jetzt nicht gehen. Wir brauchen Browser-Erweiterungen. Und jetzt kann man Erweiterungen, kann man hier irgendwie in den Shop gehen? Ach komm, wir gucken einfach mal. Hier, Add. Oder ich mache einfach mal Apps. Chrome. So. Wow. Chrome.google.com. Ja, darauf hätte man kommen können. Chrome.google.com. Genau. So, Erweiterungen. Und wir suchen jetzt Clicker Hero. Clicker Heroes. Und zwar heißt dieses Add-on Clicker Heroes Unblocked. Es gibt auch noch ein zweites. Das ist aber, ist so ähnlich wie das hier. Ist aber scheiße. Das ist genauso scheiße, aber es ist etwas besser. Wichtig, bevor ihr das hier hinzufügt, guckt erstmal dieses Let's Play an, weil dieses Add-on ist nicht ganz sauber. Es ist. Naja, ich will es nicht sagen, es ist ein Virus, aber es ist eine Software, die euch schaden möchte. So, das heißt, wenn ihr dieses Add-on auch benutzen wollt in eurem Browser, weil ihr auch keinen Bock habt, das Ganze über Steam zu spielen oder weiß der Geier was, hinzufügen, ganz normal, wie bei jeder App, dann sagen, ja, Erweiterung hinzufügen. Und was diese Seite aber nicht so schön macht, ist ganz einfach, diese Seite ist ein sogenanntes, jetzt wollte ich gerade mit meiner IT-Wissen glänzen, aber ich weiß nicht, wie das heißt. Es leitet euch auf Seiten weiter. Das heißt, wenn ihr das installiert habt und zum Beispiel auf google.de geht, habt ihr zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass ihr nicht auf Google landet, sondern auf irgendeiner ganz anderen Seite. Oder wenn ihr auf YouTube geht, dass ihr nicht auf YouTube landet, sondern auf einer ganz anderen Seite. Das macht dieses Add-on. Deswegen böse, aber man kann es umgehen. Wie? Das zeige ich euch jetzt gleich. Zuallererst direkt wieder schließen. Dann auf
Ich glaube, ihr seht das gerade gar nicht. So, dann hier oben auf Einstellungen gehen, auf Erweiterungen. Okay, Einstellungen, Erweiterungen. Und innerhalb der Erweiterung geht ihr jetzt auf dieses Add-on. Das ist bei mir hier. Klicke hier unblocked. Auf Details gehen. Und innerhalb dieser Details seht ihr schon das hier. Und das einmal komplett deaktivieren. Jetzt könnt ihr die Seite oder dieses Add-on gefahrenlos benutzen. Und da seht ihr auch schon alle diese Seiten. Wenn ihr die aufruft, dann kommt ihr nicht auf die Seiten, sondern auf eine ganz andere Seite. Beziehungsweise ihr bleibt zwar auf der Seite, aber wenn ihr in Google seid und in Google dann einen Link anklickt, werdet ihr dann auf eine andere. Ist scheißegal, auf jeden Fall ist es eine böse Sache. Deswegen am besten, wenn ihr dieses Add-on installieren wollt, dann unbedingt das hier deaktivieren. Ganz wichtig. Ansonsten hafte ich persönlich für gar nichts. Ich weiß, mit welchem Risiko ich lebe, von daher ist das in Ordnung. So, jetzt können wir das hier bitte alles einmal entfernen. Muss ich mal ganz kurz gucken, ist das hier eigentlich noch in meinem Fall, in mein, ja, ist noch drin, sehr schön. Genau. So. Play. Ja, hier einfach, hier unten, wenn man hier hinten geht, kann man das Ding ausblenden. Ist sehr schön. Es gibt hier auch keine Ladezeiten, also keinen Ladebalken, weil dieses Add-on ist bei euch lokal installiert. So, jetzt habt ihr hier schon meinen alten Speicherstand, weil ich habe dieses Add-on ja bereits genutzt, privat. Ist aber egal, setzen wir einfach mal komplett zurück. So, jetzt ist schön. So, und wie gesagt, das Schöne an dem Ding ist, es ist halt die relativ aktuelle Version, die 1E10. Und noch ein großer Vorteil ist, es funktioniert auch endlich ordentlich. Das heißt, wie man sieht, es passt sich der Seite an. Und da wir das ganze Zeug hier oben rechts nicht brauchen, können wir sogar sagen, okay, wir gehen in Vollbildmodus. Jetzt habt ihr hier oben eine Visage zu sehen. Und ja, trotzdem ist das ganze Spiel schön im Vollbildmodus. Gut, hier unten ist ein großer weißer Balken. Der ist für euch aber gar nicht so groß. Ich muss sowieso mal gucken, wie groß der im Video überhaupt erscheint. Weil ich schneide das Video ja ein bisschen ab. Weil mein Bildschirm ist 16:10 und das Video wird aber in 16:9 aufgenommen. Das muss ich mal ganz kurz gucken. Boah, siehst du, ist doch fast perfekt. Okay, das heißt, ins Video passt das sogar relativ gut. Sehr schön. Genau, wir... ist ja egal. So. Okay. Das heißt, wunderbar, wir können jetzt spielen. Und fangen natürlich, ich könnte jetzt meinen alten Speicherstand importieren. Auch wenn er von einer älteren Version ist, dann wird quasi eine Transaction durchgeführt. Ich bekomme meine Ancient Soul zurück, behalte meinen Rubin. Die Autoklick und so, aber wie gesagt, das alte Let's Play ist schon mehr als ein halbes Jahr her, deswegen fangen wir jetzt einfach komplett neu an mit einer richtig schönen Version, wo alles funktioniert, so wie es soll. Zuallererst machen wir aber mal Einstellungen. Ja, das Einstellungsmenü hat jetzt auch richtig schön viele Optionen, so wie es sein soll. Wir nutzen immer die wissenschaftlichen Zahlen, wir wollen keine Relikt-Pop-Ups bekommen. Wir wollen immer die genaue Anzahl an Level kaufen, die wir auch wollen. Wir wollen, dass die Stärke angezeigt wird von den Helden. Wir wollen transparente Autoklicker haben. Wir nehmen kleine Monster, kein Goldtext, keinen Schadenstext. Ja, Level-Up-Animation können wir machen, lasse ich auch mal raus. Reduce Renderqualität können wir reinnehmen. Bildcheck nehmen wir raus, Animation nehmen wir auch raus. Also genau genommen einmal alles umdrehen. Wow! Na gut. Genau. So, jetzt ist alles schön, jetzt alles fein. Ich meine, wir können mal ganz kurz gucken, wenn ich hier das Ding aktiviere. Es ist halt ganz schön laut. Das ist halt das Problem. Und leider gibt es in dem Spiel nach wie vor keinen Lautstärkeregler. Das ist leider ein bisschen schade. Aber gut. So. Folgendes, genau.
Wir klicken jetzt erstmal hier uns ein bisschen dumm und dämlich. Ach so, siehst du, ich hab noch meine ganzen Autodinger aktiviert hier. Oh, ja, habe ich. Das heißt, wir könnten sogar. Wow. Yay, mit Autoklicker spielen. Woo! Können wir in der ersten Session mal machen, damit es ein bisschen schneller geht. Ich meine, wir haben ja bereits eine Session hinter uns. Wir haben ja bereits, wie gesagt, gespielt. Das heißt, sie die Legit wollen. Ich werde aber nur in der ersten Ascension Autoclicker benutzen oder vielleicht auch immer in der ersten Ascension nach einer Transcension, weil die erste Ascension dauert immer ewig. Und deswegen, obwohl der Autoclicker jetzt gerade läuft, nutze ich jetzt auch einfach mal. Ja, auch wenn es mit dem super schnell geht, der ist auf 50 Klicks pro Sekunde eingestellt, läuft bei dem. Auf jeden Fall. So. Die Sache ist, mit Klicks werden wir sowieso nicht allzu lange überleben, weil die Klicks helfen uns gerade mal bis Level, oh, ich weiß nicht mehr, Level 20, 25, 35, irgendwie so in dem Dreh. Und danach sind wir mit DPS sowieso viel stärker als mit Klickschaden. Das heißt, ja. Läuft. So. Für den Fall, dass ihr das alte Let's Play nicht geguckt habt und auch bisher nie was mit Autoklicker zu tun, mit Klicker zu tun hattet. Im Spiel geht es quasi einfach nur darum, Monster umbringen. Das hier sind Monster, da klickt man normalerweise drauf, pro Klick kriegen die halt Schaden. Und wenn man die Monster umgebracht hat, bekommt man Geld. Das wird hier gut geschrieben. Und wenn man das Geld halt, ne, wenn man halt Geld hat, kann man sich damit hier solche Helden kaufen. Der erste Held, das ist Sid, oder die erste Heldin, ist ja ein Mädel, die unterstützt uns beim Klicken, das heißt, ihr Level wird uns gut geschrieben. Normalerweise hatten wir quasi ein. Na gut, ich nehme es mal. Ich mache das mal rein. Damage Text ist ganz gut. Gold Text. Das heißt, normalerweise machen wir halt ein Schaden. Warum haben wir schon 6 Klickschaden? Ach so, ja, wegen den ganzen Dings hier, die wir gerade bekommen haben. Okay, also normalerweise machen wir halt ein Schaden. Hier haben wir aber jetzt mittlerweile eine Belohnung bekommen von 3 Schaden, also machen wir jetzt quasi 5 Schaden. Und Sid gibt uns aber quasi einen Schaden pro Klick dazu, deswegen haben wir jetzt 6 Schaden. So, das heißt, wenn ich sie jetzt hochlevel auf Level 2, bekommen wir 2 Schaden dazu, also insgesamt 7 und so weiter und so fort. So, das heißt, wir werden stärker. Das gilt aber nur für Sid. Weil alle Nachfolgen kämpfen quasi für sich. Deswegen steht hier auch Klickschaden, also Click Damage. Und hier steht Damage per Second, also quasi Schaden pro Sekunde. Wenn wir also ihn kaufen, macht er von sich aus Schaden. Ohne dass wir irgendwas machen müssen. Daher kommt auch der Name Clicker Game, weil man klicken kann. Idle Game, weil das Spiel quasi auch für sich spielt. Hat aber noch einen anderen Grund, den ich euch später erkläre. Nochmal. Und ja, Incremental Game, weil es gibt hier kein Ende. Dieses Spiel läuft endlos. Es gibt endlos viele Level. Wir sind jetzt gerade Level 4. Es gibt aber, also ich weiß nicht, ob es ein Ende gibt. Man erreicht es aber auf jeden Fall nicht so schnell. Es hat also mehrere Milliarden, ja, keine Ahnung, also auf jeden Fall viele, viele Millionen Level. Ob es auch ein paar Milliarden hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ganz, ganz viele Level. Die wird man nicht erreichen. Glaubt ihr. So. Das gleiche gilt auch für Gold, etc. Das heißt, alle Werte, die wir hier sehen, steigen einfach immer und immer mehr. Das ist das gesamte Spielgeheimnis. Okay, die ganzen Grafiken gehen gerade auf den Sack. Nimmt man doch wieder raus. Oh. Danke. Genau. Das heißt, wir müssen quasi die Monster besiegen. Oh, 100 Monster getötet. Wow. Und mit dem Geld kriegen wir halt Helden. So. Übrigens, bei der Version funktioniert jetzt auch endlich das mit der Gilde und alles. Also, genau. Die Clans meine ich doch. Clans funktionieren. Mit den Rubies funktioniert endlich alles. Also, es ist endlich so, wie es sein soll.
Ne? Bei der alten Version, da hat ja fast nichts funktioniert, weil irgendwie alles kacke war. Also alles nicht so war, wie ich es gewohnt war, sagen wir es mal so. Und jetzt ist aber alles genau so, wie ich es auch von meinem Tablet kenne. Ein paar Unterschiede gibt es, aber die kenne ich. Auf die habe ich mich bereits eingestellt. Aber wie gesagt, das meiste ist jetzt 1 zu 1, weil es halt auch die gleiche Version ist. Wie gesagt, das hier ist 1E10. Auf dem Tablet spiele ich mit der Version 1E11. Und zwischen diesen beiden Versionen gibt es halt kaum Unterschiede. So. Oh, wir sind der Boss-Level. Na, warum sagt mir das denn keiner? Wir können mal ein bisschen City upgraden. Dann machen wir mal Level 10. Dann können wir das erste Upgrade kaufen. Erhöhe Sitz-Schaden um 100%. Heißt also aus 10 Schaden wird einfach mal 20 Schaden. Yay! So, dann das heißt, wir haben jetzt pro Klick 25 Schaden insgesamt. Klick steht doch hier oben. Klickschaden 25 und Schaden pro Sekunde, wenn wir nichts machen, 5 Sekunden. 5 Sekunden, klar. 5 pro Sekunde. So. Das heißt, wenn wir die jetzt hier noch ein bisschen weiter hochleveln, erreichen wir Level 25. Genau, Level 25 müssten wir schaffen. Perfekt, aber das Upgrade ist zu teuer. Da brauchen wir ein bisschen Kohle. Bisschen Cash, bisschen Money. 250, ne? Genau. Jetzt können wir uns das zweite Upgrade kaufen und das schaltet Clickstorm frei, also Klicksturm. Das fügt unseren ersten Autoclicker hinzu. Ist zwar noch nicht der Autoclicker, den ich später haben möchte, aber es ist eine Art Autoclicker. Wenn wir das Ding anschalten, dann produzieren wir quasi 10 Klicks pro Sekunde automatisch für 30 Sekunden. Also quasi 300 Klicks. Macht jetzt noch keinen Sinn, lassen wir also. Ich habe bereits einen Autoclicker. Sehr schön. Ja, leider gibt es ja noch kein automatisches Weitergehen. Das heißt, wir müssen uns hier manuell weiterleveln. Das gibt es erst ab Level 100 mit dem automatisch Weitergehen. Area complete. Sehr schön. Achso, ja, ich soll doch weitergehen. Lalalala. Level 8. Da war doch eine Goldkiste. Sehr geil. Wir kriegen Geld, wir kriegen Keys, wir kriegen Money. Oh, noch eine Goldkiste. Sehr schön. Hä? Wir müssen schon Auto. Ah. Das Ding kostet leider 100 Diamanten. Und das macht quasi genau das gleiche wie der hier. Nur ist es erstens für immer. Das heißt, also nicht für immer, aber permanent. Das heißt, wenn man den Autoklicker hier rauf zieht, dann klickt er halt für so lange, wie der halt da drauf ist. Und nicht bloß für 30 Sekunden. Und man kann den Autoklicker auch für andere Sachen verwenden. Kommt dann aber später, wenn wir 100 Rubine haben. Und 100 Rubine kann man sich auch kaufen? Ganz ehrlich, ich könnte auch mir ein paar Rubine kaufen fürs Let's Play. Dann nehme ich am besten gleich mal dieses Ding hier. Dann haben wir fürs Let's Play ein paar Rubine. Muss ich gucken, ob ich gerade so flüssig bin hier. 99, also quasi 100 Dollar. Wäre halt ganz geil. Ich weiß jetzt aber nicht, was passiert, wenn man hier draufklickt. Ob ich denn zu was dann weitergeleitet werde. Ist das denn PayPal? Ja, ist PayPal. Okay. Sehr schön. Dann funktioniert das Ganze auch. Okay. Das heißt, in der nächsten Aufnahme. Das mache ich dann zwischen den Folgen natürlich, weil ich weiß jetzt nicht, was man hier dann alles sieht im Screen. Ich kenne mich mit PayPal nicht so sehr aus, ich nutze das nicht so sehr. Das heißt, in der nächsten Folge werde ich dann hier 1300 Rubine haben. Sehr schön. Skins gibt es jetzt auch. Dafür muss man sich aber DLCs kaufen. Okay, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil das geht nur über Steam. Genau. DLC on Steam. Ja, okay. Ah, gut. Okay. Was tue ich gerade? Achso, war gerade die F11-Taste.
Und für alle, die mein altes Clicker Hero Let's Play gesehen haben, werden sie wissen, was ich meine. Wir können scrollen. Guckt euch das an. Ich benutze nur das Scrollrad. Ja. Wenn ihr. Ist ein Insider. Wenn ihr wissen wollt, was ich jetzt gerade meine, guckt meine alten Let's Plays an. Ich sag nur so viel. Wir können endlich scrollen. Ohne AIDS zu bekommen. Okay. Level 10. Wir brauchen mal Monster. Übrigens, ich bin einfach ohne Autoklicker. Ich bin zu blöd mit Autoklicker. Ganz ehrlich. Wer erfindet so eine Scheiße überhaupt? Ich meine, ich habe selber programmiert, okay, aber wer programmiert so eine Scheiße? So, wir werden das Monster aber auf jeden Fall nicht schaffen. Das heißt, wir müssen hier ein paar größere Monster, ein paar größere Geschütze auffahren. 10 Levels bekommen wir nicht mehr, aber wir bekommen zumindest das Upgrade. Dann holen wir uns mal hier auch nochmal ein paar Level. Es reicht aber immer noch nicht. Okay, na gut, das heißt, mit Klicken. Oh, doch, mit Klicken geht. Oh, doch, das schaffen wir locker. Ach, das doch gleich. Eigentlich müsste ich mein Mikrofon direkt bei meiner Maus hinpacken, damit ihr dieses Klicken hört. Dieses wunderschöne. Meine Maus wird so hart vergewaltigt. Ah, seht ihr? Ich habe ja noch eine extra Maus, eine uralte Funkmaus. Die können wir hier fürs Klicken verschwenden. Bei der ist es nicht so schlimm, wenn die durchs Klicken kaputt geht. Irgendwann mal. Ist hier eingeschalten? Ja, jetzt ist sie eingeschalten. Sehr schön. Ah. Die klingt auch ein bisschen dumpfer. Meine eigentliche Maus klingt. Ist halt eine Plastikmaus, ne? So eine kabelgebundene Maus. Ich hasse Funkmäuse. Die klingt ein bisschen hell, so hier. Ist so eine ganz billige Maus, aber die ist gut. Die funktioniert perfekt, so wie sie soll. Und meine Funkmaus ist halt, wie gesagt, so eine dumpfe. Ich denke mal, man hat einen Unterschied gehört. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall reicht die hier fürs Clicker Hero komplett aus. Um die ist es nicht schade drum, wenn die kaputt geht durchs Klicken. So, auf jeden Fall werden wir jetzt mal eine kleine Folgenpause machen. Ich werde zwischen den Folgen hier mir ein paar Rubine beschaffen. Und dann gucken wir mal nächste Folge weiter. So, das heißt, du bitte einmal. Achso. Ich kann ihn gleich auflassen. Brauche ich ja nein. Bis dann. Bis zur nächsten Folge.